bin bei euch, ich gebe euch Kraft. Ich gebe euch die Kraft, um im Bild der Geschichte zu bleiben, dass ihr mit ganz viel grünen Daumen verwandeln könnt. Brachliegendes in Blühendes. Wie zum Beispiel hier auf diesem Platz. Und vielleicht können Sie ja diesen Stein so irgendwie einbauen in die Hütte oder sonst wie, dass dieser Stein immer wieder auch daran erinnern möge. Letztlich ist all unsere Kraftanstrengung angebunden an unseren Schöpfer, der auch letztlich dieses mit ermöglicht und geschaffen hat. In diesem Sinne, dieser Stein und ein herzlicher Glückwunsch. Wir sollten alle auch an dieser Stelle ruhig noch einmal klatschen. Dankeschön. Jesu, wer der Größte sein will, wer der Erste sein will, der sei der Letzte von allen und der Diener aller. Leib Christi, unser Leben. Der kirchliche Segen in einer besonders schön gestalteten Messe vom Pastor Klaus Wiesmann zu teilen. Noch einmal herzlich willkommen, Herr Pastor, aber auch überraschenderweise Schwester Winfried, ein sicherlich etwas außergewöhnlicher Name für eine Frau. Ich bin wunderbar Zuschauer aus irgendeiner Ecke hier, bin gleich unser Bürgermeister und Verwaltungschef Herbert Gilbert auf das von der Gemeinde gestiftete Trampolin hüpft. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, sowie herzlich willkommen, eure Ratsvertreter, aber ganz besonders unsere Bürgermeisterin, unser Lisbeter Gewächs, Madeleine Becker-Riese. Aber zurück. Zum anderen ist es Anton Kleike. Ich darf es aber nicht versäumen, Ihnen heute zu Ihrem 10-jährigen Jubiläum, zum Jubiläum dieses Platzes hier, die ganz herzlichen Glückwünsche seitens der Gemeinde Wadersloh überbringen. Und dieses tue ich natürlich auch mit geballter Kraft all meiner Vertreter, und zwar als Vertretung von Annelie Becker-Riese, Rudi Lustehagelei und Heinz-Hermann Gödde.